Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Dö, 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 dö. Guten Tag. Heute Morgen wurde ein Neonazi festgenommen. Er hat versucht, ein Hakenkreuz in den Schnee zu pinkeln. Sein Prozess wird am 11. März stattfinden. Des Weiteren, neue Corona-Maßnahmen. Jetzt muss man neue Masken tragen. Hier sieht man, wie man sie vorbildlich tragen soll. Heute hat die Stadt Unna einen Grund zur Freude, denn Oma Hilde hat einen neuen Rekord aufgestellt. Sie hat den größten Scheißhaufen auf der Welt produziert. Er ist 10 Meter groß und wiegt mehr als Tanzverbot. Gratulation für diesen Scheißrekord an Oma Hilde. Und zuletzt der Nachricht. Letztens wurde in der Innenstadt ein Drogenlabor hochgenommen. Hier sehen wir die exklusiven Aufnahmen vom Drogenlabor. Kokain und Cannabis gibt dem Zeug erst richtig Biss. Ein, zwei Tropfen von dem Rum, konzentriertes Opium, kocht wird es auf Stufe 4. Und dazu noch etwas Bier? Nein, oder doch? Also, ich weiß doch, was gut schmeckt. Furchtbar, diese Drogendealer von heute. Furchtbar, einfach nur furchtbar. Wie auch immer, das war's jetzt mit der Tagesschau. Aber keine Angst, wir senden die gleichen Themen gleich nochmal 7-mal am Tag. Also freut euch auf noch weitere Nachrichten, die wir wiederholen werden. Das war's dann aber auch. Da 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 da.